Hallo und herzlich willkommen bei Natural Addicted. Ich bin bereits auf dem Weg. Ich suche mir jetzt einen Platz, einen geeigneten. Ich habe extrem viel im Rucksack. Der ist vollgepackt wie immer. Und da habe ich einige Leckereien drin. Ich will mir heute ein richtig, richtig fettes Menü draußen in der Natur zubereiten. Also würde ich sagen, wenn es euch interessiert, bleibt dran. Es wird auf jeden Fall lecker. Viel Spaß. Wir liegen jetzt knapp bei 5 Grad, aber was es so frisch macht, ist der Wind. Es geht immer wieder ein sehr kräftiger Wind und ja, da wird einem schon ziemlich frostig auf den Gliedmaßen bzw. auch im Gesicht, ich spüre es schon da überall. Aber gut, ich habe für den Notfall noch eine Haube mit. Der Pulli wärmt mich auch, der hat innen so ein schönes Vlies. Ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich mich bereits extrem darauf freue, was Warmes im Magen zu haben. Und wie gesagt, jetzt sind wir mal ein bisschen unterwegs, einfach um uns aufzuwärmen und um einen geeigneten Platz zu finden. Was ich dabei habe, das zeige ich euch natürlich gleich noch. Ja, bevor ich losgestartet bin, sind auf einem Baum extrem viele Raben gesessen. Die sind komplett abgegangen. Das hat sich richtig cool angehört. Aber ja, ist auf jeden Fall schön, sowas zu sehen. Das Wetter schwingt langsam um. Jetzt können wir nur hoffen, dass es nicht zum Regnen anfängt. Ich meine, im Notfall habe ich noch meinen Poncho dabei. Aber ja, es ist schon ziemlich grau, nebelig, windig. Werden wir schauen. Liebe ich dieses Wetter. Ich würde mir auch so wünschen, irgendwann einmal nach Island oder so zu reisen, aber es ist leider sehr kostspielig. Schauen wir mal, vielleicht wird mein Traum irgendwann erfüllt. Dem einen oder anderen wird dieser Platz wahrscheinlich bekannt vorkommen aus einem vorherigen Video, wo ich meine Kuxa gebaut habe. Link findet ihr hier oben, verlinke ich euch auf jeden Fall. Wow. Und fast auf derselben Stelle bin ich letztes Mal auch ausgerutscht. Nein, ich finde den Platz einfach so traumhaft. Also ich glaube, ich habe meine Stelle gefunden, zumindest meinen Platz. Hey, das ist so traumhaft hier, überall schöne große Fläche, überall umgestützte Bäume, das hat irgendwie was Geiles an sich. Da drüben, überall der Nebel in den ganz kleinen Gebirgsketten, hey, das ist so traumhaft, da bleibe ich auf jeden Fall. Hier lässt sich es auf jeden Fall aushalten. Der Wind ist natürlich trotzdem noch da, aber das soll nicht so dramatisch sein. Ich habe meinen Trangia-Kocher dabei
und ich zeige euch jetzt gleich, was wir heute köcheln werden. Und zwar habe ich Folgendes dabei: meine Feldflasche mit Wasser, mein Schneidbrett sollte eigentlich drin bleiben. Ich habe dabei mein Schneidbrett mit dem Openel-Messer, Zündbox, Edelstahlteller, Trangia Sturmkocher, eine Box mit Essbesteck, Gewürzen und Tee, mein Rosmarinöl, ein paar Kräuter, eine Zwiebel, Knoblauch, Erdäpfel und eine echte selbstgemachte Wildschweinwurst von einem Bekannten von mir. Aber ich würde sagen, wir werden nicht weiter drum herum reden. Ich habe wirklich großen Kohldampf. Es ist extrem kalt und deswegen beginnen wir jetzt einfach. Geileres als mitten im Wald zu köcheln. Ich meine, der Ausblick hier ist einfach traumhaft, auch wenn es jetzt kein Berg ist, auf dem ich sitze, aber ich finde es einfach schön, wirklich schön. Ja, das köchelt ja schon. Ich habe mir extra für den Tee heißes Wasser mitgenommen, weil bis das mal alles aufgeköchelt ist, dauert das länger und heute ist, wie gesagt, doch relativ kühl. Deswegen genehmigen wir uns jetzt erstmal einen heißen Tee. Oh, das tut so gut. Heiße Tasse. Man hört es auch schon, die Kartoffeln, die Erdäpfel beginnen schon zu brodeln. Eigentlich hier schon vom Feuer nehmen, weil prinzipiell wären wir eigentlich auch schon fast fertig. Wie das riecht alleine. So geil. Ich bin schon richtig gespannt, wie es wird. Der Klassik-Tee ist nicht schlecht, aber schmeckt halt einfach nach nichts. Aber egal. Es ist einfach das Warme, die warme Flüssigkeit, die einem gut tut. Ach ja, Freunde. So was Geiles. Habe ich jetzt schon vorbereitet, die habe ich in kleine Ecken geschnitten, schon gesalzen und mit Rosmarinöl eingebeizt. Die Bratwurst braucht jetzt noch ein klein wenig, aber es wird deliziös, Freunde, es wird deliziös.
da unten bereits so ein richtig schöner Saft gebildet. Ich werde die Bratwürstel jetzt mal runternehmen bzw. aus der Schüssel rausgeben. Das ist alles soweit fertig. Ich würde sagen, wir richten jetzt mal an. Also ich will ehrlich gesagt nicht mehr länger warten. Ich werde mir das jetzt einfach mal genehmigen. Jetzt ist es ja auch schon ziemlich kalt. Und jetzt freue ich mich auf das schöne Mahl. Mmh. Wow. Mhm. Mmh. Boah, das ist gut. Wahnsinn. Boah. Ist so würzig. Ich habe die mit nichts nachgewürzt. Die ist einfach nur. Ich durfte einfach nur im Öl braten. Boah, geil. Mmh. Und jetzt mal so eine. Eine Kartoffelspalte. Mhm. Noch leicht bissfest, aber schon durch. Gut. Mhm. Ich bin richtig voll. Es war so lecker. Boah. Es war wirklich extrem gut. Es hat so geil von innen gewärmt und einfach der Geschmack unübertrefflich. Also der Bekannte von mir ist ja gelernter Fleischer und Metzger, der hat es natürlich drauf, was Wursten betrifft. Aber auch mit den Erdäpfeln, mit dem Rosmarin, mit den Gewürzen, Knoblauch, Zwiebeln. Also ich glaube, ich muss öfters rauskochen gehen. Ich bin echt froh, wie immer, das gemacht zu haben. Aber ich würde auch sagen, geht einfach raus, macht solche Dinge, hey, egal was. Es ist immer geil, es macht immer Spaß. Bei Kälte, bei Wärme, egal was. Es ist einfach herrlich. Ja, zum Fazit, was soll ich sagen? Es hat extrem gut geschmeckt. Es hat mich auch sehr gut gewärmt. Und so ein richtiges Hauptmenü in der Natur zu kochen, ist natürlich wie immer ein Traum. Wem es gefallen hat, wem es vielleicht sogar geschmeckt hat, dann würde ich sagen, Daumen nach oben, abonniert gern weiterhin den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund, lasst es euch gut gehen. Stay addicted, bis zum nächsten Mal. Ciao.